So, jetzt habe ich das Wochenende genutzt, um mich für den TÜV vorzubereiten, weil hier sonst alles voll steht mit Autos. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ihn zum Leben erwecken können. Und dafür drehen wir einmal die Batterie wieder auf Kontakt. Und dann schauen wir mal, ne? Was er sagt. Also es ist wirklich alles jetzt authentisch. Nach Monaten, wo ich zuletzt anhatte, versuche ich das jetzt in ihrem Walter. Einmal Handschuhe ausziehen, in ihrem Beisein zu machen. Also Zündung. Batterie sieht gut aus. Dann müssen wir hier ja einmal auf Choke gehen. Ein bisschen, wie man es kennt, pumpen. Also ein Lebenszeichen hat er ja schon gerade von sich gegeben. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ein bisschen ruhen lassen. Am besten den Choke ganz rausziehen. Hahaha, so ist er, der Kleine. Herrlich. Guck mal, und hier die kleinen Schalterchen. Auf 1 geht's los. Und jetzt fahre ich ihn mal in ihrem Beisein raus. Mit offener Haube. Das war zu schnell. Bremse gelöst, ja. Mensch, sie kriegen so ein geiles Auto. Ehrlich, ganz, ganz große Krokodilstränen, die ich um dieses Auto weinen werde. Aber ich weiß ja, dass er in den besten Händen sein wird. So, und jetzt fahren wir hier einmal rum. Übrigens, den Kofferraum habe ich genutzt, um dort Räder von einem Rolls-Royce zu deponieren. Da gucken wir gleich mal rein, aber das gehört da nicht dazu, ne? Dass Sie das wissen. So, jetzt lassen wir ihn mal ein bisschen laufen hier. Ganz in Ruhe. So. Fangen wir mal aus und gucken, wie das Ganze hier so aussieht. So, bleibst du auf und stößt nicht dagegen. Sieht gut aus. Gang raus, alles gut. So. Genau. Das sind von dem Fandamplast die Räder und ein paar Radkappen und so weiter, gehört nicht zum Auto. Das ist ihr neues Auto. Schön, ne? Gerade durch diese Werbung, die da drauf ist. Die ist übrigens lackiert, das ist keine Folie oder so, wie man das früher gemacht hat. Also es ist eine richtige Kunstgattung, solche Schriften, die wurden ja von Hand gezogen früher. Finde ich genial. Ja, das so als Statusmeldung zwischendurch mal. Erhöht ja die Vorfreude. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Nächste Woche bringe ich ihn dann in meine Werkstatt zum TÜV'en. Ciao. Und das sind etwas modernere Autos.